Low Carb oder besser sogar Low Sugar, was bringt das? Ganz ehrlich, gleich gesagt, verkehrt ist der Gedanke definitiv nicht, gerade Low Sugar. Und zwar nicht nur für eine bessere Figur, ja, das wollen viele, sondern vor allem auch aus gesundheitlicher, aus ärztlicher, medizinischer Sicht. In den letzten Jahrzehnten gab es ja zig verschiedene Trenddiäten. Fast kein Sommer vergeht, ohne dass eine neue Ernährungsweise den schnellen Weg zur Strandfigur verspricht. Ich sage auch immer, es wird wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Ein Vertreter, der sich schon sehr lange aber hält und wirklich beliebt ist, ist die Low-Carb-Diät. Seit circa 20 Jahren schon hat sich die kohlenhydratarme Ernährung immer mehr etabliert, tatsächlich immer mehr machen es und ist mittlerweile sowas wie der Standard unter den Diäten. Und es gibt auch schon eine ganz gute Studienlage dazu, das ist ja auch mal ganz wichtig. Und der Erfolg ist wohl verdient, denn die Low-Carb-Diät hat unbestreitbar einige große Vorteile. Doch wir schauen heute auch etwas genauer auf mögliche Nachteile. Und vor allem auch Stolperfallen, denn das ist ganz wichtig. Wieso gelingt diese Low-Carb-Diät nicht bei Ihnen? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Denn ganz so einfach, wie die Diät auf den ersten Blick wirkt, ist sie nicht. Also bleiben Sie dran. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Themen wie Krankheiten, Symptome, aber auch Gesundheit, Ernährung. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Bei der Low-Carb-Diät verzichtet man fast zu 100% auf Kohlenhydrate in der Ernährung. Das heißt, auch auf Zucker, beziehungsweise vor allem auf Zucker. Und ich empfehle Ihnen, machen Sie Zero Zucker. Der Grundgedanke dahinter ist, dass Kohlenhydrate oft leere Kalorien sind, die vom Körper schnell abgebaut werden, damit schnell wieder Hunger verursachen und gleichzeitig den Insulinspiegel hochtreiben. Und außer quasi Zucker ist da auch nicht viel mehr, außer Kalorien sind da keine Nährstoffe. Und hier gilt mein so oft genannter Grundsatz, Kalorie ist nicht gleich Kalorie. Aus medizinisch-gesundheitlicher Sicht gibt es sehr wertvolle Kalorien, zum Beispiel wenn man Walnüsse isst, Stichwort Omega-3-Fettsäuren, und sehr unnütze Kalorien wie Zucker, Limonade. Und allgemein kann man sagen, und das sich zu merken, hilft sehr gesünder zu leben und dabei vielleicht auch noch seine Traumfigur zu erreichen oder zumindest abzunehmen. Im Gegensatz zu Fett und Eiweiß benötigt unser Körper die Kohlenhydrate auch nicht zwingend. Deswegen kann man hier schnell und einfach Kalorien einsparen und dadurch abnehmen. Darum sind Kohlenhydrate gefährlich. Kohlenhydrate sind oft nichts anderes als Zucker bzw. Stärke. Besonders die einfachen Kohlenhydratketten in Nahrungsmitteln bestehen hauptsächlich aus Zucker. Dieser Zucker wird schnell abgebaut und dann eingelagert, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen. Und in der heutigen Zeit nehmen wir eher natürlich zu viel zu als zu wenig. Der Körper speichert die Energie dann für schlechte Zeiten, rein theoretisch, weil er immer davon ausgeht, dass eine Nahrungsknappheit drohen könnte. Das hat unser Körper quasi noch in sich drin. Die Kohlenhydrate werden vom Körper also als bevorzugte Energiequelle wahrgenommen, was uns darauf konditioniert, dass wir gerne kohlenhydratreiche Nahrung essen. Gleichzeitig pusht der Zucker unsere Insulinproduktion in die Höhe. Nur bei einem hohen Insulinspiegel wird die überschüssige Energie in Fettgewebe eingelagert. Wenn man dieses Prinzip einmal kennt, weiß, ergibt sich der Erfolg dieser Diät von selbst. Deswegen ist es ganz wichtig, dieses Prinzip nämlich zu verstehen. Sobald ich nämlich nur noch wenig Zucker zu mir nehme, erreicht der Insulinspiegel gar nicht mehr das Level, auf dem Fett eingelagert wird. Das ist der Trick. So funktioniert die Low-Carb-Diät. Dabei muss nicht dauerhaft komplett auf Kohlenhydrate verzichtet werden. Etwas Zucker unterstützt den Stoffwechsel, besonders bei der Versorgung des Gehirns. Wir können diese Kohlenhydrate allerdings auch selbst im Körper herstellen. Ganz wichtig. Wenn gar keine Kohlenhydrate nämlich verfügbar sind. Einen Großteil des Zuckers aus der Nahrung können wir aber tatsächlich ersatzlos streichen. Brauchen wir nicht. Stichwort Zero Zucker, Zero Sugar. Ohne dass wir irgendwie eine Veränderung oder einen Mangel spüren. Dafür schauen wir uns den Blutzuckerspiegel jetzt einmal näher an. Das ist nämlich immer ganz wichtig. Kohlenhydrate haben einen hohen glykämischen Index. Das heißt, sie haben einen großen Einfluss auf unseren Blutzucker. Und Blutzucker ist ein wichtiges Stichwort für Diabetes. Proteine und Fette beeinflussen ihn hingegen weniger. Wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, produziert unsere Bauchspeicheldrüse, das Pankreas, automatisch mehr Insulin, um den Zuckergehalt im Blut wieder zu reduzieren. Sobald das Insulin aber produziert wird, das ist jetzt wichtig, stoppt der Fettstoffwechsel in unserem Körper und es wird kein Fett mehr verbrannt.
was der Fettstoffwechsel ist und wie genau er funktioniert, habe ich in diesem Video schon einmal erklärt. Gerne schauen Sie sich das einmal an. Die Low-Carb-Diät stellt also sicher, dass der Blutzucker nur noch selten ansteigt und die Insulinproduktion damit möglichst gering ist. Dadurch ist unsere Fettverbrennung dauerhaft aktiv und wir bauen langsam, aber sicher unsere Fettpölsterchen ab. Muss man sich vielleicht vorstellen, ein bisschen wie, wenn ich rein theoretisch dauerhaft quasi jogge, so arbeitet dauerhaft unsere Fettverbrennung einfach nur, weil ich was an der Ernährung geändert habe. Dafür reicht es übrigens schon, wenn wir weniger als 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu uns nehmen. Das macht es für uns auch leichter, denn wir müssen nach kurzer Zeit nicht mehr jedes Nahrungsmittel auf seinen Zuckergehalt überprüfen und bekommen auch schnell ein Gefühl dafür, wie viel wir noch essen können. Gleichzeitig halten wir aber noch einen normalen Essensplan ein und vermeiden so Heißhungerattacken, was auch ganz wichtig ist. Gerade diese Attacken sind nämlich die Folge davon, dass das Insulin unseren Blutzucker in den Keller rauschen lässt und dem Gehirn damit signalisiert, dass wir dringend neue Energie brauchen. Am besten einfachen Zucker ist ein Teufelskreis. Super Mechanismus für die Steinzeit, da war das bestimmt ganz wichtig, da brauchten wir das. Heutzutage bei sicherer Nahrungsmittelversorgung allerdings ein absoluter Dickmacher. Fettverbrennung auf Hochtouren. Je weniger Kohlenhydrate wir allerdings zu uns nehmen, desto stärker profitiert die Fettverbrennung. An dieser Stelle verweise ich auch noch einmal auf mein Video zum Stoffwechsel-Turbo und dort finden Sie ebenfalls wichtige Infos, die das Abnehmen nämlich erleichtern. Reduzieren wir weiter auf maximal 50 Gramm Kohlenhydrate, setzt die sogenannte Ketose ein. Das ist ein Zustand, in dem so wenig Energie verfügbar ist, dass das Gehirn nicht auf die Kohlenhydrate zurückgreifen kann. Was passiert dann? Stattdessen produziert die Leber Ketonkörper, die dann als Ersatzenergiequelle dienen. Und diese Ketonkörper sind ein Nebenprodukt der Fettverbrennung. Um das Gehirn damit versorgen zu können, zwingen wir den Körper sozusagen, dass das, was dann passiert, die Fettverbrennung hochzufahren. Um die maximal 50 Gramm Kohlenhydrate einzuhalten, müssen wir uns schon stark in der Auswahl der Nahrungsmittel dann einschränken. Dazu kommt, dass wir besonders am Anfang noch Entzugserscheinungen durchmachen, denn unser Körper fordert den Zucker, bis man sich davon entwöhnt hat. Auch Stichwort hier einmal Dopamin. Das kann dann besonders zu Beginn der Diät natürlich zu Müdigkeit, auch zu Kopfschmerzen führen. Gleichzeitig müssen Sie sich zu Anfang der Diät bei jeder Mahlzeit aktiv mit den Zutaten natürlich beschäftigen. Die Frage ist immer, wie viel Kohlenhydrate hat man gerade? Wie viel Kohlenhydrate nimmt man zu? Und erstaunlich viele Nahrungsmittel enthalten viele Kohlenhydrate, versteckte Kohlenhydrate. Zum Beispiel Bohnen, Milchprodukte, Fruchtsäfte oder auch Vollkornprodukte, da liegt es ja nahe, sind gesund, enthalten aber viele versteckte Kohlenhydrate und lassen die Insulinproduktion für die nächsten Stunden dann in die Höhe schießen. In diesem Video jetzt hier übrigens nenne ich einmal 5 häufige Fehler, die Menschen beim Abnehmen machen und sich wundern, warum sie kein Gewicht verlieren. Und da hat dieses Thema Low Carb, Blutzuckerspiegel auch was mit zu tun. Gerne also einmal reinschauen. Meine Tipps. Hier sehen Sie einmal die Lebensmittel, die sich super für eine Low-Carb-Diät eignen und die Fettverbrennung ankurbeln. Da die Low-Carb-Diät allerdings nicht nur beim Abnehmen hilft, gebe ich Ihnen diese Empfehlung, die Ernährungsweise zumindest einmal für ein paar Wochen auszuprobieren. Machen Sie einfach mal diese Low-Carb-Diät. Neben dem Fettabbau profitiert der Körper nämlich zusätzlich von der erhöhten Eiweißzufuhr, die die Muskeln schützt und den Stoffwechsel verbessert. Gleichzeitig fördert eine Low-Carb Ernährung einen gesünderen Blutdruck und senkt damit das Herzinfarktrisiko und auch das Risiko zum Beispiel für Diabetes. Außerdem konnten mittlerweile wirklich viele Studien belegen, dass die Low-Carb-Ernährung wirklich beim Abnehmen hilft, solange auch die täglichen Kalorienobergrenzen eingehalten werden. Und etwas mehr aufs Gewicht achten ist tatsächlich aus ärztlicher Sicht sinnvoll, da Übergewicht ein bedeutender Faktor unter anderem für Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankungen ist, schützt die Low-Carb-Ernährung auch davor. Sehen Sie Low-Carb deswegen auch nicht als kurzfristige Diät, sondern als langfristige Ernährungsumstellung, als eine Einstellung. Wenn Sie dann beim Wunschgewicht angekommen sind, können Sie den Anteil an Kohlenhydraten auch wieder anpassen, aber insgesamt profitieren Sie auch dann noch davon, wenn Sie die Zuckerzufuhr einschränken. Und mir geht es ja nicht nur darum, irgendwie abzunehmen oder Ihnen Tipps zu geben, damit es besser aussieht, sondern vor allem aus ärztlicher, aus medizinischer Sicht. Denn auf langfristige Sicht ist das steigende Übergewicht nämlich eins unserer Hauptprobleme im Gesundheitssystem. Das Hauptproblem auch für Erkrankungen, die wir später bekommen. Und je früher wir etwas dagegen tun, desto besser für uns alle natürlich.
Wenn Ihnen dieses Video jetzt gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren Sie meinen Kanal für ähnliche Themen rund um Gesundheit, auch Abnehmen, Stoffwechsel. Und wenn Sie Kommentare dazu haben, Tipps haben, dann gerne schreiben Sie einmal direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.